Hallo Hertha-Fans und herzlich willkommen nach dem 2:3 gegen Athletic Bilbao. Maxi, es ist sicherlich schwierig in Worte zu fassen, wie du dich jetzt gerade fühlst. Kannst du es trotzdem versuchen? Boah, ja, schwierig. Also auf jeden Fall eine sehr unglückliche Niederlage für uns. Wir haben gut begonnen, sind in Führung gegangen, dann unglücklich durch den Elfmeter haben wir den Ausgleich bekommen. Haben dann super schnell eine Antwort gefunden, haben dann bis zur Halbzeit auch gut gespielt, gut verteidigt, sind dann mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen, aber ja, im zweiten Durchgang haben wir dann nicht mehr wirklich so den Zugriff gefunden, haben uns, denke ich, ein bisschen zu sehr hinten reinfallen lassen. Hatten dann auch keine klaren Torchancen mehr und dann auch unglücklich natürlich mit dem zweiten Elfmeter, dass wir dann ja so den Ausgleich kassieren und ja dann so ein blödes Gegentor kriegen zum 3-2, wo wir eigentlich den Vorteil haben und den Standard haben und dann durch den Konter irgendwie das Gegentor kriegen, und ist ärgerlich auf jeden Fall, ja. Hätte man da vielleicht versuchen müssen, noch weiter offensiv zu spielen? Athletic Bilbao kam richtig ins Rollen in der zweiten Halbzeit. Da war es sicherlich extrem schwer, diesem Druck standzuhalten. Ja, es war auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit extrem schwer. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, vielleicht hätten wir uns ein bisschen weiter vorfallen lassen können. Ja, das müssen wir jetzt analysieren und dann die richtigen Schlüsse draus ziehen. Für dich persönlich vielleicht trotzdem ein schönes Spiel mit einer Vorlage und in einem tollen Stadion. Kannst du uns erzählen, wie die ersten Schritte auf dem Platz für dich waren? Ja, es war natürlich eine super Atmosphäre. Es hat sich super angefühlt, vor allem weil unsere Fans super Stimmung gemacht haben. Es hat sich fast angefühlt wie ein Heimspiel. Und ja, deswegen Respekt an die Fans, dass sie uns so schlagkräftig unterstützt haben. Und ja, trotzdem ärgerlich, ja, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten. Aber Mit diesem 2:3 scheidet man jetzt leider aus der Europa League aus. Östersund hat 2:0 gewonnen. Damit haben sie 10 Punkte und Athletic Bilbao 8. Was bedeutet das jetzt für das letzte Spiel gegen Östersund? ja, dass wir da befreit aufspielen können, ohne Druck, ein bisschen Erfahrung nochmal sammeln können und ja, nochmal ein bisschen rotieren können und ja, eventuell uns dann voll auf die Liga konzentrieren, dass wir dann da bestmöglich abschneiden. Danke, Maxi. Kopf hoch. Davy, das Spiel heute war ein bisschen wie ein Boxkampf. Es ging Schlag auf Schlag. Warum sind wir heute leider im Endeffekt K.O. gegangen? Ja, das ist eine gute Frage, wenn man hier in so einem Stadion so gut anfängt, so ein super Spiel macht, aus der Formation heraus sehr kontert, wie wir es uns vorgenommen haben, und am Ende scheidest du ja aus, mit wahrscheinlich fragwürdigen Entscheidungen vom Schiedsrichter. Dann ist es ein gebrauchter Tag heute. Ja, dein Trikot ist zerrissen. Warst du da selber im Frust oder ist das im Zweikampf passiert? Da gab es ein paar schwierige Zweikämpfe, die du heute geführt hast. Ja, gab es ein paar Zweikämpfe, aber ja, nach 3:2, wenn du hier das 3:2 kriegst, dann wissen wir, dass es ganz, ganz schwer wird und dass es ja, da fast keine Möglichkeit gibt, dass man da nochmal zurückkommt in dem Hexenkessel. Und ja. Das bedeutet heute auch das Gruppenaus. Leider kann man vielleicht trotzdem was Positives aus diesem Spiel mit rausnehmen. Man hat 2 Tore gegen Athletic Bilbao geschossen und die waren auch keine schlechten Tore. Du hast heute auch wieder getroffen. Irgendwas? Jetzt momentan ist es schwer, muss ich sagen. Wir sind rausgeflogen, haben uns hier viel vorgenommen, sind super gestartet und im Endeffekt scheidest du hier aus und ja, gerade ist hart. Wir wünschen dir trotzdem das, was mit dem Stevie. Danke. Das ist Berlin, das ist Hertha.